Hallo liebe Mitketogen. Wie ihr vielleicht wisst, geht es in meinem Kanal nicht nur um die ketogene Ernährung, sondern auch um das Thema Anti-Aging. Aber ich finde es natürlich besonders toll, wenn diese beiden Felder sich mischen, wie in dieser Studie, die ich euch nicht verheimlichen möchte. Die Studie zielte darauf ab, herauszufinden, wie wir im Alter unsere Muskulatur behalten können. Im Augenblick haben wir Menschen noch nicht sehr viele gute Strategien, um genau das zu bewerkstelligen. Jetzt wurde festgestellt, dass eine gute Möglichkeit die ketogene Ernährung ist. Ich möchte euch nicht zu sehr mit den Details langweilen und wer Interesse hat, es sich genauer anzuschauen, dem packe ich natürlich die Studie unten mit in die Kommentare. Aber es wurde festgestellt, dass wenn eure Leber anfängt, Fett zu verarbeiten in einer ketogenen Ernährung, dass dieses Fett aufgeteilt wird in Ketonkörper und in Fettsäuren. Die Mischung aus beiden haben sich als sehr spannend herausgestellt, um eine Muskulatur zu erhalten, die bereits da ist. Wichtig ist, es geht dabei nur um Menschen, die gar keinen Sport machen. Wenn du ein Sportler bist, dann hast du eh eine höhere Wahrscheinlichkeit, mehr Muskulatur zu halten. Du wirst dadurch natürlich auch unterstützt, aber gerade bei Menschen, die keinen Sport machen, nicht so viel Sport machen können oder die Zeit in ihrem Leben vorher nicht genutzt haben, um sinnvoll Muskulatur aufzubauen, ist das ein absoluter Gamechanger und es scheint, dass wir wirklich eine Möglichkeit gefunden haben, im Alter mehr Muskulatur zu behalten, was extrem wichtig für unsere komplette Gesundheit ist und dafür sorgt, dass wir nicht nur länger leben, sondern länger gesund leben. Und ich denke, das ist erstrebenswert und es freut mich, dass gerade die ketogene Ernährung einen Teil dazu beitragen kann.